Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor Alpha 2. Genau, wahrscheinlich steht es auch so im Titel und pipapo. Auf jeden Fall werden wir heute, also ich hoffe, wir werden heute in diesen Keller kommen. Wir sind letztes Mal eigentlich schon relativ weit gekommen. Wir müssen aber erstmal kurz... Oh ja, warte, aber das ist gut, wenn er jetzt kommt. Weil er kann nicht... Nee, komm. Du musst schon kommen. Weil ich kann ihm vielleicht wieder den Schlüssel abnehmen. Oh, shit. Ja, okay, nee, hat nicht geklappt. Weil dann brauchen wir ja wieder hinten rein, um den Dietrich und der... Ja, wo ist denn der Nachbar? Haben wir hier hinten vielleicht irgendwo einen Stein, den wir einschmeißen können? Also, ein Dings hier, um die Scheibe einzuschmeißen. Das wollte ich eigentlich sagen. Wir schmeißen hier mal kurz die Scheibe ein. Dann rennen wir hier weg. Gekonnt natürlich. Und dann, ja, keine Ahnung, wollen wir hier rein? Wir sind hier drin... Wir sollten das, glaube ich, auch mal nutzen, dieses, dass wir das Schloss ja gucken können. Oh mein Gott, geh doch rein! Oh, ich bin drin. Alter. Oh mein Gott. Holy shit. Okay, ich weiß leider nicht ganz, wo er ist. Alter, aber das ist cool mit diesem Screen. Kompletter Psychopath. Wir gehen jetzt schnell hier wieder raus. Und jetzt können wir nämlich nach mir... Wir können ihn hier einfach stalken. Nice. Ich glaube, er ist hier nicht in der Küche. Nee. Genau, weil ich glaube, hier ist doch was genau. Alter, da sind mega viele Kuchen hier. Da hinten ist auch noch eine Taschenlampe, warum auch immer. Ja, mit dieser Milch hat es ja auch... Oh. Nee, geh doch rein! Oh mein Gott. Hab ich nicht gesehen, oder? Alter, ist das stupid. Leute, was war das für eine Klingel? Oioioi. Alter, wir haben mir direkt ins Gesicht geguckt. Wir müssen halt jetzt kurz warten, bis er ein bisschen weg ist hier. Mann, seinen Schlüssel bräuchten wir noch, oder? Oder brauchen wir den gar nicht? Doch, ich glaube, den brauchen wir noch, oder? Okay, bitte komm jetzt nicht... Oh, shit. Scheiße! Ja, Hacke reicht. Easy. Können wir vielleicht... Ah, nee, okay, kommt safe nicht mehr. Okay, alles klar. Alles chillig eigentlich. Wir haben den Schraubenschlüssel hier, keine Ahnung. Och, Junge. Hä, was piept hier immer so? Was ist das? Er ist schon wieder durch den Zaun gegangen. Was ist mit ihm? Wie er auch immer so zurückguckt, dieser Moloch. Okay, er ist im Haus. Ist hier irgendwas? Ich meine, aus irgendeinem Grund sind doch hier so Kisten, oder nicht? Stimmt, wir können diese Kisten-Challenge hier wieder auch... Oh, jetzt ist er da drüben rein. Okay, warte mal. Dann gehen wir hier durch. Das ist für uns natürlich kein Problem. Irgendwo war auch eine Kamera. Juckt uns nur nicht, weil... Oh Gott, das war laut. Das hat er safe gehört. Ja, wir legen das einfach mal hier oben hin. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Hier oben... Lol, ist jetzt noch... Nach hier oben geflogen. Was ist das denn? Eine Antenne, Alter? Hier kann man zumindest aufs Dach. Oh ne, oh ne. Oh Gott. Lol. Was ist das denn? Was ist das da, Alter? Oh ne, nicht schon wieder solche Puppen. Oh ne, da habe ich ja gar keinen Bock. Was ist hier? Okay, macht nichts, alles klar. Aber eigentlich sind wir ja hier hochgekommen. Alter, da hinten ist ein Friedhof, alles klar. Eigentlich sind wir hier hochgekommen, um hier runter zu jumpen, um hier die Keycard zu nehmen. Hier ist schon wieder dieser gelbe oder goldene Apfel. Das muss doch irgendwas mit dem auf sich haben. Hier ist sonst, glaube ich, auch nichts, oder? Hier unter den Kisten. Map of the world. Alles klar. Hier ist auch nochmal ein Schrank. Oh, die ist abgeschlossen. Ich kann hier auch nicht durchsehen. Ja, scheiße. Ach, gut, warte, wir können jetzt... Die Stühle sind auch anders, stimmt. Wir können jetzt hier halt... Warte mal. Ja, nee, da ist ein Brett davor. Ah, warte mal. Was ist denn hier eine Kamera? Wie hat er die denn platziert? WTF? Oh, aber die kann man kaputt machen, das ist cool. Drop die einfach mal hier raus, dann können wir die irgendwie ein bisschen sammeln. Ich würde halt jetzt ungern hier raus, weil jetzt weiß er doch, dass ich hier oben bin. Das ist ja... Oh, nee, 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 nee. Oh, oh, er ist so schnell, oh mein Gott. Ideallinie vom Formel 1, ja, hat nicht gereicht. Ja, er ist halt schneller, das ist noch so ein bisschen belastend. Okay, aber kein Ding, wir können... Alter, warte mal, können wir hier mit dem Mülltonnen noch fliegen? Abhob! Wow! Abflug wollte ich eigentlich sagen, nicht Abhub oder was ich gesagt habe. Wow, wow, wow. Komm, gib mir den Schlüssel. Danke, Bro. Ehrenmann. Ja, Junge, hast du es dann auch mal? Sieht schon irgendwie creepy aus mit dieser Wackelperspektive. Ja, Junge, willst du auch mal weggehen oder so? Also, ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich mache jetzt hier Feierabend, ne? Steht er immer noch? Jetzt macht er wieder Sport, Alter. Ich weiß nicht, was mit dem Typen falsch gelaufen ist. Da hinten ist auch noch, keine Ahnung, Wiese. Toll, da ist eine Schokoladentür. Hä? Achso, ich dachte gerade, wir können hier einfach so richtig weit gehen. Ja, diese Straße, mit der haben wir auch schon Bekanntschaft gemacht. Die ist gefährlich. Leute, ist das hier nicht das alte Haus von der Alpha 1?
Dass jetzt hier einfach leer steht, ohne Scheibentüren und gar nichts. Das ist doch safe, dieses Haus, oder nicht? Okay, wo gehst du hin? Okay, du gehst in dein Zimmer. Ja, das soll mir recht sein. Jetzt Sneaky Snitch spielen. Oh, lol, er ist im Schlafen. Er bekommt, Leute, das sieht positiv. Wir haben jetzt hier den Crowbar, den Dietrich und die Schlüsselkarte. Also theoretisch würden wir schon in den Keller kommen. Ich weiß aber nicht, ob er noch schläft. Ach komm, no risk, no fun, oder? Er schläft, glaube ich, noch. Okay. Scheiße. Oh, lol. Er ist einfach durch die Items durchgegangen. Okay, aber egal. Wir rennen jetzt hier einfach nach hinten. Und, ja, brauchen hier direkt mal den Schlüssel. Knacken hier erstmal alles auf. Und dann... Okay, dann brauchen wir jetzt natürlich... Ach, den Dietrich ist jetzt wieder... Ach, komm, Junge. Oh, lol. Er ist schon wieder durch die Scheibe. Und Sprung. Nein. Oh Gott, doch. Hat geklappt. Ja, hallo, Herr Nachbar. Na, du hast deinen Schlüssel nicht mehr. Och, jetzt musst du wieder Sport machen, Alter. Mann, also so sportlich bist du auch wieder nicht. Junge. Oh. Ja, gut. Ja. Egal, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir können jetzt hier hinten rum. Alter, die Kamera. Davor. Und immer... Hat die mich gerade gesehen? Okay, wir verstecken uns hier unten so ein bisschen. Dich brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Oh. Ich will nach hier hinten locken. Können wir jetzt zum Beispiel hier rein? Erstmal Kick. Alles klar, Digga. Alles klar. Der Stuhl ist einfach umgefallen. Man kennt es, oder? Man geht so ins Wohnzimmer. Das erste, was passiert, ja, der Sessel fällt einfach um. Alles klar, Digga. Da ist auch ein Bild vom goldenen Apfel. Hä, es muss doch möglich sein, einen goldenen Apfel zu bekommen. Wenn ich jetzt rausgehe, habe ich vielleicht Glück und er ist nicht mehr da und ich kann... Ey, was macht er denn? Er ist raus. Da kommt Norris Knopf an. Oh! Kann ich hier nicht drüber springen? Hä? Alter, ich komme hier nicht drüber. Kann ich hier rausschießen? Ja, nice. Boah, ich habe das Bild getroffen. Ich weiß halt nicht, wo er jetzt gerade wieder hin ist. Vielleicht ist er ums Haus gerannt. Vielleicht steht er auch nur da vorne und macht Sport. Egal. Fuck. Nein, 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 nein. Es reicht! Ja, Ending! What? Oh mein Gott! Schnell, schnell, schnell! Hä? Drin war ein Schatten. Bitte nicht, keine Jumpscare. Was ist hier? Hä? Tür? Wow! Hello, neighborgame.com. Hey, das war das Ending? Hä? Ich laufe immer wieder dagegen. Es ist nur der Screen davor. Ich kann noch spielen. Nice, ich spiele das Spiel mal blind durch. Alter, es reicht, okay? Naja, okay, Leute. Das war das Ending der Alpha 2. Ich weiß nicht, ob es da noch weitergeht. Es könnte tatsächlich sein, aber... Ja, ich weiß es halt nicht. Naja, auf jeden Fall wird halt, wenn wir diese Tür berühren, immer dieser Screen... uns in die Fresse ploppen. Das ist so scheiße halt. Ja, auf jeden Fall ist es halt wirklich... Gibt es auch hier noch kein richtiges Ende. Aber, ja, also ich weiß nicht... War der Nachbar hinter uns, als wir in dem Keller waren? Weil, ich meine, er kam oben. Dann sind wir in den Keller. Und als wir dann die Treppe runtergerannt sind... Als wir unten gewartet haben, war nichts. Unten war ja noch ein Schatten, der irgendwas gemacht hat. Also wir müssen das auf jeden Fall noch ein bisschen erforschen, deswegen freut euch auf die nächste Folge. Wahrscheinlich werden wir da aber erstmal irgendwie im Obergeschoss irgendetwas machen, sag ich mal. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da alles noch erleben werden, alles noch herausfinden, weil das war gerade mal das Ending. Das ganz Wichtige und Interessante kommt jetzt erst noch. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Und dann würde ich sagen, schaut unbedingt das letzte Video an. Da haben wir das Ganze so ein bisschen angetestet, da haben wir auch ja... das andere Zeugs mit dem goldenen Apfel nochmal gefunden. Das ist auf jeden Fall auch in der Endcut irgendwo verlinkt. Allgemein, die Videos, ey, guckt sie euch an, die sind geil. Auch die von der Alpha 1, da gab es auch viele coole Secrets, die ihr wirklich nicht verpassen solltet. Naja, auf jeden Fall, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Are you ready to go to Disneyland? Yeah.